am Rande des Machlandes. Die Niederung der Donau und der Ort Sachsen. Eine imponierende Kirche und gleich daneben ein Museum für einen weltberühmten Dichter, August Strindberg. Dem hat die Gemeinde Sachsen ein Museum gewidmet, das einzige Strindberg-Museum außerhalb seines Heimatlandes Schweden. Er hat ein paar Jahre da gelebt. Er war mit einer Oberösterreicherin verheiratet, Frieda Uhl. Und er hat das alles erlebt. Die Schlucht da, die hat ihm Stimmungen vermittelt, die in seinen Werken wiedergefunden werden können. Stundenlang ist er da gewandert, gesessen, gestanden und hat die Natur auf sich wirken lassen. August Strindberg. Der schwedische Genius in Oberösterreich. Das Musterbild einer Ritterburg, Klamm. Wo kann das sein? Wo kann man sowas sehen und erleben? Felstürme aus Granit, der so 300, 400 Millionen Jahre alt ist. Der Turm einer Ritterburg. Wild romantisch das Ganze, es ist die Klammschlucht. Nicht weit weg von der Donau, vom flachen Land, verbindet die Klammschlucht die Gemeinden Sachsen und Klamm. Es ist schön, dass sie Leute finden, die so Sachen machen, wo man sich anhalten kann. Da haben sie auch zusammengeholfen, die zwei Gemeinden, dass die Leute, die die Klammschlucht erleben wollen, das in vollem Maß tun können. Wir wollen in Sachsen musikalisches Erleben und dazu verhilft uns der Musikverein Sachsen. Thank you.